Ich habe auch so einen YouTube-Kanal. Dann brauche ich unbedingt deinen Kanal. Nennen Sie es gleich Motorreportagen und mehr. Ich hole einen Bleistift. Was ist das jetzt? Es muss so aussehen, man kann sich vorstellen, und irgendwo unter der Lehre. Aber ist ein Vorbild reicht. Ja, ich gucke 3-4. Also ist egal, wenn ich fahre. Nee, geht nicht. Nur deutsche Reichsbahn. Ich fahre alles, was mir gefällt. Ich fahre selber in der Schweiz. Man soll ja machen, wie man selber will. Können Sie mal schreiben? Vom Kanal machen? Das ist einfach nicht so. Das war ein Ding gewesen, wo ich mit dem Blumen unterwegs war. Der hat so viel ist an mir vorbeigefahren. Ich musste unbedingt den LKW überholen. Und ich durfte dort fahren. Ich habe mich extra schlau gemacht. Das war eine Bundesstraße. Es gibt da ein dreizeiliges Rote, ja, das ist ein dänischer sogenannter Blutflow. Also die schnellsten Wagen wurden 60 Jahre schnell getragen in Berlin. Aber es ist noch nicht ganz zusammengekommen, aber vielleicht später. Der kennt es auch. Das ist alles analog. Das Der S-Bahn-Linie dort, wo es nur rein und raus fährt, das ist die Zahl. Ja, okay. Das ist die Reise noch komplett liegen, aber man sieht sie auch dann auf den Bildern, so man weiß, was man sieht, oder es ist nur Bilder. Nee, ich habe alles gefunden. Ja, aber gibt es Lauf dazu, Sie informieren, was man sieht? Natürlich. Okay. Ich rede dazu. Ich mache so noch ein bisschen Humor mit rein, wie es mal jetzt aussieht, wenn es auf dem Betrieb wäre. Stellt euch vor, jetzt würde hier die Zähne was hier gut kommen. Wo man noch eine Motorreportage drüber gemacht hat, wo man die alten Gleise noch sieht. Ja. Da gab es unten drei Schienengleise, was aber inzwischen abgebaut wird. Aber der Verladebahnhof, wo das alles gemacht wurde, früher, die Fahnen und alles, das existiert noch. Ja. Diese Rufen, die habe ich mir dann gesehen. Ich habe eine chinesische genommen, habe davor gebaut und sieht es aus, original, wie so eine polnische alte Diesel. Also man muss ja über die Fantasie haben.
mir da auf die Rücken. Ja, sehr, sehr. Ja, da kann man ja trotzdem fahren. Also, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt das ist TC im, aber das ist im Abstand wegen, das ist ein Schmalspur. Ach so, ach so. Ich mal das Spur leider nicht, schade. Das ist genial gewesen. Aber dann musst du gerne mit der Schwarze arbeiten. Ja, und der auch, der Klaus. Ich weiß, ah, okay. Den Spiel, wir haben. Das geht doch links um unsere ganze Einlage oder so. Ja, ja. Okay, ja. Gibt's auch heute TT? Ja, es gibt ja mehr Ostdeutsche TT. Aber wie gesagt, das tut ja. Ja, den gibt's leider nicht in M. Nein. Der ist im Fett. Ja. Der Schwein vor der Frage. Ja. Aber das ist doch Fantasie, oder ist das? Ja, es ist kein, ja, aber, ja. Also wenn das Betrieb ist natürlich cool. Wir haben auch viele Details eingebaut, wenn ja Lost Places und so, wenn man das was sagt. Das ist ganz so schon damals. Und ja, es gibt halt Stellen auf meiner Anlage, da überlege ich, ob ich da was mache. Ja. Weil du kommst da nicht mehr ran. Das ist also meine Anlage, ich bin seit E70. Und du kommst dann von da, du müsstest jetzt mal die andere abrücken. Ja. Du müsstest mal einfach runter. Aber dann haben wir da einen Schattenbahnhof. Ah, okay. Und ab und zu fahren die durch hier und ab und zu in den Schattenbahnhof rein. Wenn die in den Schattenbahnhof reinfährt, dann fährt die raus in die andere Richtung. Okay. Aber die Wagen jetzt, ach, da kommt er ja. Ja, ja. So, und ich muss den nochmal gerade gesehen haben. Perfekt. Aber das ist bloß ein kleiner Wurzel. Da kann man ja nicht so lange mehr sitzen. Wenn ich schon so rausspringe, da sollte man dann schon wirklich schnell handeln können. Bei einem 30-teiligen Kohlezug ist das nicht so einfach. Ich kenne das selber. Ist das nicht gut? Das überzeugt mich, dass das nicht Niederlande. Lass mal die Ecke abfahren. Das ist wahrscheinlich nur da, verwechselt. Also, die 70er und 80er Jahre waren die Züge ja generell rot. Ja, 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 stimmt. Ja, früher feinrot, also etwas wie braun. Aber die Uelzenbeine fährt nicht. Ja. Habe ich eine andere Anlage heute gesehen, wo sie nachgestellt haben. Habe ich auch gesehen. Ja. Und da alles nachgestellt, also alles selber gebaut. Schienentraktoren, alles sehr schön. Die haben es auch, Aber das ist nicht der Oberleitung. Nein, das ist schlecht. Dann festen wir ein Schraubenzieher und dann springt auch. Das Mastwerkreis und so. Ich kenne das selber. Ich sehe das dann nicht Oberleitung noch 500. Ich habe halt das Mastwerkreis gesehen. Und wenn ich überlege, wie ich mal angefangen habe mit einer Pico-Anlage aus den 60er Jahren, also da habe ich schon ganz viel Vorschritt gemacht. Ja, das ist. Ja, und da hinten die Anlage. Ja. Ja, das ist wahr, dass es so groß geworden ist. Ja, das ist schon wirklich, also. Und ich wollte mir das mal angucken, diese alte Strecke, die ich gefahren habe. Aber inzwischen haben sie jetzt so die Brücke an. Da kommt man ja gar nicht mehr darüber, wo die früher gefahren sind. Das ist alles abgesperrt hier jetzt. So, gut, nachdem haben wir mal eine Kamera. Ah, vergessen, der mich erkannt hat. Ich darf hier filmen. Ach, echt? Ja, okay. Und eine V200, das ist auch. Das gehört, ne? Ich sage ja, diese alten Loks sind zum Teil sogar besser als die neuen, weil bei den neuen alles Plastikfahrräder sind, wie das bei CC auch so ist. Ich habe jetzt wieder eine neue Lok gekriegt, überall die Zahnräder verpflanzt. Wir sehen ja, wo haben sie gerade 94. Die neue Auflage von mir von Arnold, platzt hier immer die Zahnräder. Das muss ich umrüsten, aber ich muss halt arbeiten. Ja. Das passiert im Unterfall zu sehen, natürlich. Nicht so einfach. Ja. Viele sagen, du hast dann natürlich einfach nur ein bisschen mehr.
halt Eisenbahnfan ist. Ja, ja. Und die wurde immer größer und immer größer und irgendwann war jetzt Schluss. Ja. Immer nicht schlafen. Ja, ja, ich glaube, gehört von heute auch was. Die haben also zwei Nächte Raum gebaut und dann. Und noch mehr, ja, ja, ja. Aber ich war das letzte Mal im Arzt, habe ich eine Prüfung durchführen lassen. Ich habe gesagt, ich habe das Blut eines 30-Jährigen. Nee, völlig wie meine Fassung. Ich brauche nicht, ich meine. Alles war jetzt. Ja, na dann, ja. Was wollen wir denn? Ich habe ein Schnittes. Man muss halt auch ein bisschen Fantasie haben. Ich sage das weiter. Ich finde das richtig schön. Das finde ich richtig geil. Aber die Akkus sind so schnell leer. Ich habe jetzt schon einen Akku verbraucht. Und drei anderen. Ich will nicht, wie viele anderen noch immer ist. Kann ich dann nochmal mit dem Handy sehen. Und da ist es dann immer schwierig, weil das Ganze noch nicht abschließt. Ich glaube, der Pilot ist jetzt nicht im Weg. Die Rheintalstrecke nachgebaut. Ja. Da war ich selber gewesen. In den 90er Jahren. Okay. Meine Ausbildung gemacht habe. Ja. Ganz tolle Anlage. Aber ich würde vielleicht packen, die Leute nicht ausfahren. Wir haben zwei Flugkeller stehen und da können wir mit dieser Variante fahren. Wir haben aber auch mehrere Bedingungen. Da kann man ja richtig stolz machen, ne? Ja, und man kann das als ein U machen oder ein L. Das ist cool, ja. Wir haben so verschiedene Varianten. Also kann man das ja variieren. Das aber die schönste Variante ist eigentlich diese hier. Aber für uns selber ist es besser, wenn es eigentlich nicht mehr einfach rein und raus gehen. Mit älteren Menschen sind das halt größer. Ich will mal oder auch noch mal. Ja, ich weiß nicht, was das kostet, wenn man rüber ist. Das ist ja alles teuer geworden. Aber in der Flugwerte ist es viel da bauen, der Hauptstadt. Ja, na klar, im Moment. Ja, zur Zeit ist ein Baum. Ungefähr einmal pro Jahr. Wie spät es schon ist. Aber ich habe jetzt schon ein paar tschechische Wagen gekauft und eine Tigertrommel, aber deutsche Reisbahn eben. Ja. Ja, los. Ja. Und für 280 Euro ausgegeben. Ah ja. Ja. Diese AMC-Wagen sind drin. Und ich habe mich ja schlau gemacht. Die Nachbildung von Fleischmann ist einfach nur Euro-Firma-Wagen genommen und umgespritzt. Oh ja. Und das ist. Ja. Ich muss mal ein kleines Stückchen, was übrig ist. Und da fertig jetzt, was ich mir noch angucken muss, ist die in Bad Oberhahn. Ja, da bin ich nie gewesen. Und die Harzogmeisterbahn. Ja. Na, okay. Ja, es ist sehr schwer mitzufahren da in der Harz. Aber es ist sehr, sehr schön, wenn man auf drei anderen steht. Und es gibt nicht viel Verkehr. Also, es gibt drei. Ich glaube, für die gegenseitig, das ist sieben Richtungen verteilt und so. Und die machen Kopf und sowas. Die gibt's auch. Ja, und dann haben sie sogar eine V100, die nennen sich Hiki Kamel. Ja, ja. Jetzt haben sie ein Chassis von einer V100 auf 86er Drehgestelle gesetzt. Ich weiß nicht, anders ging. Sieht sehr lustig aus. Ja, ja, ja. Ich möchte nicht wissen, was die kostet. Ja, wie gesagt, ich habe auch Einzelstücke wie mein DL2, dann diesen Schlosser, Steuerwagen von Selbstkerzen, ja, der ja. Ja, aber die ist nicht ein bisschen bestätigt, aber wir haben auch Selbstkerzen. Ja, weil wir haben hier in allen Farben nicht zu kaufen. Die gibt es ja von Kühn. Ja. Und bei Kühn ist immer das Problem gewesen, wir haben das Silber gefüttert, dass du nur keine Konservatoren fahren kannst. Ja. Okay. Und ich habe mir da spezielle Raketkupplung anfertigen lassen, wo diese Nippel da hinten stehen. Ja. Und so geht das. Okay. Und da läuft jetzt einwandfrei. Also auf die Innen? Auch ja. Innenseite, ja. Also auf meiner ganzen Anlage. Ja, ja, ja. Es gibt aber auch noch ziemlich krasse Kupplungen. Also ich habe die in Innen als Assenstoff und auch diese Lackierung. Aber hinten haben wir den alle C-Sicht, alle Reihe. Ja, in der Idee gibt es viel, und die deutsche Reisbahn auch sehr. Wenn ich überlege, was Kress kostet. Oh ja, das ist ja, für Kühn ist nicht so schlimm, aber Kress, das ist gut. Vor diesem Faltjahr 75, vier Zeiten.
Lokführer, oder? Ja. Weiß ich nicht. Freunde, die Hälfte des Tages ist um und ja, ich sag's mal so, das Geld war schneller alle, als man ABC sagen kann. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber schon auch ein bisschen was von die anderen geholt. Ne? Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ich habe halt auch an die anderen gedacht. Ich lade jetzt den Akku erstmal auf, hol mir was zu essen, gucke noch ein bisschen rum, aber ich habe tolle Videoaufnahmen gemacht, ne? Die werdet ihr dann alle sehen, auch mit der Actioncam, die ist übrigens jetzt leer, nach 3 Anlagen Filmerei ist es nun mal so, ne? Ich hätte gedacht, dass die Akkus ein bisschen länger halten von der Actioncam, aber leider ist das nicht der Fall und naja, jetzt räume ich erstmal hier auf, dann esse ich was und wenn der Akku dann zur Hälfte oder voll ist vom Handy, dann kann ich ja noch ein bisschen was filmen und fotografieren. Aber kaufen kann man nicht mehr. Wir sind jetzt leider. Also das Geld, was auf dem Konto ist, bleibt drauf. So sieht's aus. Thank you.
Gerade eben passiert. Thank you.
der Lokführer war noch mal jünger.
Das war heute der Messebesuch. Und ja, natürlich war es noch alle fünf, logischerweise. Ich habe sehr viel Zeit verbracht für das Filmen von den Anlagen. Ne? Habe ein bisschen was mitgenommen. Auch für andere habe ich etwas mitgenommen. Und jetzt bin ich blank. Tja, das geht ganz schön schnell. Es ist auch relativ teuer alles gewesen heute. Also auch das Essen. Aber das ist nur also auf der Messe. Machen wir uns ändern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal sehen, wenn es das nächste Video gibt. Und ich fahre jetzt nach Hause. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wenn ihr das Video hier schaut. Und ja, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr die Kommentare und Kritiken könnt, dann bitte das Wort da lassen. In dem Sinne, macht's gut.